Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal, das ist der Rest der Bande. Heute nehmen wir euch wieder mit durch unseren Alltag. Wir haben jetzt noch ganz früh am Morgen, ich glaube, das sieht man mir auch noch ein wenig an. Wir frühstücken jetzt erstmal gemeinsam und dann schauen wir mal, was der Tag so Schönes bringt. Heute haben wir nicht wirklich was geplant, außer dass wir zum Gartencenter müssen, weil wir noch immer nach einem Blumentopf suchen für unser Zitronenbäumchen. Wir haben noch nichts Passendes gefunden. Also wir brauchen morgens früh immer unsere Dosis Kaffee. Ohne läuft echt nichts. Obwohl Danny ist nicht so krass der Kaffeetrinker. Nee. Sondern weil ich trinke, trinkst du einfach mit, ne? So mitläufermäßig. Das riecht schon richtig gut. Und wir sind da wirklich noch sehr oldschool. Das ist für mich einfach der beste Kaffee, hier so Filterkaffee. Aber das Gute ist, hier braucht man gar keinen Filter mehr, sondern da ist einfach nur wie so ein, weiß nicht, was, wie nennt man das, Sieb oder so. Ja. Ne, das kann man dann auswaschen. Finde ich mega praktisch. Danny hat hier seine Leidenschaft als Bäcker entdeckt. Und zwar ist das Haferflockenkuchen mit Apfelstückchen. Das ist wirklich so extrem lecker und geht mega schnell. Beim nächsten Mal zeige ich euch auf jeden Fall, wie wir das zubereiten. Also Danny bringt jedes Mal Drachenfrucht mit. Er ist der Einzige, der das isst, weil es schmeckt einfach nach nichts. Es schmeckt einfach nach nichts, Schatz. Doch, du musst die richtigen finden. Glaub's mir. Nee, tut mir leid. Jedes Mal, wenn ich probiere jetzt wieder, aber ich bin mir sicher, das wird einfach nach nichts schmecken. Süßlich. Ja. Luft. Ich esse Luft. Ich habe mich jetzt in meine Sportklamotten geschmissen und werde eine Runde hulern. Egal, die kleine Maus macht mit. Sie hat nämlich auch ihren eigenen Hula-Hoop-Reifen. Also ich habe mir das vorgenommen, dass ich wirklich jeden Tag für ungefähr so 15 bis 20 Minuten Hula. Ich habe ja auch mit meinem Fitnesstraining wieder angefangen, aber gerade mache ich das nicht, weil meine Freundin nicht da ist. Also wir haben das ja dann bei ihr im Fitnessstudio gemacht. Aber egal, ich glaube in ungefähr 3 oder 4 Wochen ist sie wieder da und dann starten wir wieder richtig. Und los! Bravo, Schatzimmel! Vorsichtig an mein Auto. Das war so wie gestern in Köln. Ja, da hat Mama aus versehentlich Augen gemacht, ne, Schatz? Ich habe jetzt 20 Minuten lang gehulert und man fühlt sich echt immer danach richtig gut. Also ich kenne das ja auch von mir selbst so. Der erste Schritt ist immer so, oh, soll ich nicht? Aber wenn man es dann macht, dann fühlt man sich echt richtig gut. Ich werde jetzt duschen gehen, mich fertig machen, die Kinder umziehen und dann düsen wir auch los Richtung Gartencenter. Bevor wir jetzt losfahren, wollte ich euch noch das Endergebnis zeigen von unseren Bildern. Ich hatte euch am letzten Vlog gezeigt, dass unsere Bilder angekommen sind und so schaut es jetzt hier im Schlafzimmer aus und es ist echt richtig schön. Also ich finde, der ganze Raum wirkt direkt viel, viel wärmer und es passt wirklich perfekt. Im Kinderzimmer sieht es auch richtig süß aus. Da haben wir einmal diese süßen Bilder und auf der anderen Seite die hier. Ja, richtig cute. Ilana und Ilia sagen immer, dass die beiden das hier sind. Das hier ist Ilanchen und das Ilia. Hier im Ankleidezimmer habe ich jetzt erstmal ein Bild hängen. Mir fehlen nämlich noch ein paar Rahmen. Also ich habe auch noch ein paar andere Bilder, die würde ich dann daneben hängen. Die Bilderwand im Wohnzimmer sieht auch richtig gut aus. Schaut mal bitte. Ich bin echt richtig verliebt. Also jetzt ist wirklich alles perfekt. Das hier ist unser Outfit of the Day. Die Mädchen haben heute Kleider an, ne, mein Schatz? Ja. Mädchen können auch T-Shirts anziehen. Klar, die Mädchen können T-Shirts und Kleider anziehen. Die Jungs sind schon draußen. Warte, Mama muss noch abschließen, mein Schatz. Oh, wo ist der Schlüssel? Ja, unser Zitronenbäumchen steht jetzt hier vorne, weil es einfach viel zu sonnig ist hinten im Garten. Und ja, wir suchen auf jeden Fall nach einem wunderschönen Blumentopf, ne, Ilanchen? Ja. Für unser Zitronenbäumchen. Leider sind die Blätter ja schon ein bisschen trocken. Wir sind jetzt hier beim Gartenzug
angekommen und das ist echt richtig cool. Da sind nämlich ganz viele verschiedene kleine Gartenshops, Pflanzenshops. Und die Preise sind hier auch wirklich viel, viel günstiger, als wenn man in die City geht, sage ich mal. Und genau, ich zeige euch das mal jetzt hier ein wenig, wie das ausschaut. Hier seht ihr schon, da sind die ganzen Pflanzen und Blumentöpfe. Also wir sind hier schon relativ außerhalb jetzt von Dubai. Wir schauen jetzt erstmal vom Auto aus heraus, weil es etwas zu heiß ist jetzt gerade, um draußen schön spazieren zu gehen. Aber die haben hier echt richtig schöne Blumentöpfe. Guck mal da auch. Also ich weiß aber gar nicht, welche Farbe ich haben wollte. Weiß ist schön oder so Naturfarben ist eigentlich auch schön. So, ich meine so dieses, was sind Naturfarben, so braun, beige. Die können auch so einen Kopf nehmen. So. Sieht auch cool aus. Die haben hier echt so schöne Pflanzen. Und viele vor allen Dingen. Ja. Unfassbar viele. Wir brauchen ja, stimmt, gut, dass wir hier sind. Wir brauchen doch diese zwei kleinen da. Wie hießen die nochmal? Die kleinen Stumpen. Die zwei kleinen Stumpen. Ja. Boah, was ist das denn hier für eine XXL-Vase? Krass. Echt groß, ne? Ja. Oh, so eine Hollywood-Schaukel ist auch richtig schön. Hier, da sind sie, die brauchen wir. Ah ja, hier diese kleinen Stumpen. Aber ich wollte die mit den rötlichen Blättern nehmen. Ja? Ja. Ich dachte, in die Ecke kommen die mit den grünen. Nein, habe ich mir gerade eben anders überlegt. Sieht schöner aus, Schatz, die rötlichen. Mhm. Oh, die pinken finde ich schöner. Ui, die pinke Blumen, ne? Ja, das schön. Hast du recht. Meine Lieblingsfarbe. Ui, Schatzimen, ja, das ist Mamas Lieblingsfarbe, pink. Ja, sieht echt schön am auch aus. Ne? Ja, ne? Ich hab gesagt, der Baum sieht schön aus. Ja, aber da fallen ja die Blätter immer bestimmt zu schnell, oder? Keine Ahnung, ich bin ja kein Gärtner. Wieso, du bist doch Donny Gärtner aus Leidenschaft, genau. Hallo? Der Bäcker aus Leidenschaft. Ja. Wir sind jetzt alle mal raus. Ili ist auch wieder wach. Und ich finde das hier so schön. Ich sag zwar immer, ich will was Schlichtes nehmen, aber ich bin einfach nicht schlicht. Nein. Bei mir muss es immer so außergewöhnlich sein. Das ist wohl wahr. Das ist doch schön hier so mit den Glasdingern. Also wir sind leicht überfordert. Hier sind einfach so viele Blumentöpfe. Und ach, keine Ahnung, ob wir jetzt doch lieber dann eckig nehmen sollen. Danny fand das mit den Glasdingern nicht ganz so passend für einen Zitronenbaum. Tja, Danny. Und jetzt haben wir zu viel Auswahl. Ich hab hier sowas. Auch in der Farbe? Also ich wollte ja so Naturfarben. Ich finde, das passt irgendwie besser zu einem Zitronenbaum, oder? Das ist doch auch schön. Sieht aus wie so ein Korb. Gefällt mir nicht. Nein? Nee. Wir sind jetzt fündig geworden und einmal im Leben hat sich Danny durchgesetzt. Nein, Spaß, Leute. Das ist kein Spaß. Also so was Deko angeht. Danny fand das hier richtig schön und ich habe einfach mal ja gesagt. Nein, es gefällt mir auch sehr gut, auch die Farbe. Und wir hatten noch mal auf Pinterest geschaut und da hatten fast alle Zitronenbäumchen, so diese Natur-Terrakotta-farbenen Blumentöpfe. Und dann haben wir auch noch zwei Pflänzchen mitgenommen. Die fehlen nämlich noch bei uns im Garten. Und ich sitze gequetscht hier hinten. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll aussehen. Also da hat Danny wirklich eine sehr gute Wahl getroffen. Wir haben uns jetzt was zum Essen bestellt. Das ist irgendwie schon eine Art Ritual geworden, dass wir uns am Wochenende was bestellen. Die Kinder haben ein Happy Meal bekommen von Burger King. Und Danny und ich haben uns ein Döner-Kebab bestellt. Und zwar German. Also wir haben hier noch gar nicht bestellt. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Danny konnte es gar nicht abwarten. Hat schon direkt, du hast ja schon fast alles ausgegessen. Mein Freund hat es hier ausgepackt. Also ich bin schon echt richtig gespannt. Tschüss, Schatzimen. Was hast du da? Ein Spielzeug? Damit kann man schießen. Wow. Mit den Dingern, damit kann man schießen. Wir spielen jetzt eine Runde. Und zwar male ich jetzt hier was. Und Elanchen muss erraten, was.
Okay, bist du bereit, Ilana? Ja. Okay. So. Ili darf auch mitmachen. Was ist das? Ein Insekt. Ein Insekt? Nein, Havuchia-Schatz. Eine Sonne. Ja, bravo. Ein Insekt, aber ja, stimmt. Könnte auch ein Insekt sein. Was male ich jetzt? Eine Marienkäfer. Nein. Oh. Ein Auto. Ja, bravo. Ich will, dass du ein Insekt malst. Wir spielen jetzt noch wie eine Runde im Kinderzimmer mit den Kindern, aber irgendwie sind wir beide gerade die Kinder. Hey, ihr beiden. Jedenfalls haben einige von euch gefragt, was denn jetzt eigentlich mit Dannys Arbeit los ist. Ja, Danny, was ist denn da los? Ja, was mit meiner Arbeit? Also, wie ihr wisst, muss ich ja hier eine, ja, so eine Lizenz beantragen. Und, kaufen. Ja, kaufen. Sollen wir mal ehrlich sein. Kaufen und beantragen. Und dafür muss ich eine Prüfung ablegen. Und das Ganze habe ich jetzt in die Hand einer Agentur gelegt. Die hat mir jetzt ja, so Beispielfragen geschickt. Und das Tolle daran ist, diese Fragen sind echt altbacken. Ja. Also Danny fängt eigentlich so gesehen, ja, ich will nicht sagen bei null an, aber du musst ja richtig jetzt wieder hier reinhauen mit Übeln. Vollgas. Und, ja. Das letzte Mal Elektrotherapie und Ultraschall hatte ich vor 14 Jahren. Und das Ding ist, wir wissen jetzt nicht genau, also ich meine, ich glaube fest an Danny, dass er die Prüfung auch schafft, aber man weiß ja nie, was ist, wenn er es beim ersten Mal halt nicht schafft. Gibt es dann ein zweites Mal, drittes Mal oder gar kein Mal? Also das müssen wir auf jeden Fall noch erfragen und ja. Ansonsten, ich meine, was anderes wird schon werden. Ich meine, Jobs gibt es hier eigentlich echt... Wie Sand am Meer. Genug, aber nein, um Gottes Willen, du wirst das schon packen, aber ja, wir müssen dann halt schauen, wo die Reise dann hingeht, ne? Klappt schon. Wir ziehen dann einfach weiter auf eine einsame Insel in eine Hütte. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es dann weitergeht. Aber wir denken positiv, das ist wirklich das Wichtigste. Ihr wisst ja, ich glaube ja an sowas, ne? Positive Energien, Gedanken. Danny ist noch nicht so ganz davon überzeugt, aber ich werde ihn noch weich klopfen. Ja, ihr Lieben, das war's auf jeden Fall von unserem Vlog. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!